Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir stehen gerade immer noch natürlich bei den Piraten. Die Sonne, schön. Schöne Belichtung. Und ja, der Brandon möchte nämlich einen Special Drink haben, und zwar schneller Hering. Ich muss mal schauen, ich muss jetzt natürlich mit dem Samuel reden, das ist natürlich unser Brauer. Schauen wir mal, was der will. Was ist die Ration Grog abholen? Mach mal. Ich will meine Ration Grog abholen. Ohne Grog macht ihr gar nichts, wie? Richtig so. Wie hast du? Ja, und in der Höhle sind natürlich irgendwie die Stimmen leiser, warum auch immer. Aber dafür haben wir ja Untertitel, ne? Ich bin ja ein Fuchs. Ich will was Stärkeres. Was trinken. Hier, mein eigenes Rezept. Nice. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte. Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Na, logisch. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Okay. Dann haben wir den schon mal, das finde ich ziemlich cool. Über Francis müssen wir natürlich auch noch quatschen. Ich will mit dir über Francis reden. Mir bloß auf mit diesem Möchtegern-Captain. Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Captain geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Ich muss in Gregs Hütte. So? Und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Gregs Sachen mitgehen lassen kannst. Es sei denn, ja, du hast was, was er unbedingt haben will. Boah, ist die Musik laut. Oder eher die Stimmen ins Leise. Okay, haben wir schon mal wieder was rausgefunden, ne? Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Ja, genau, der hat diese Flaschen, ne? Die werde ich mir gleich mal holen, weil da können wir nochmal ein paar Tränke basteln, wenn's wäre. Und ja, ansonsten sind wir, glaube ich, erstmal durch da. Oh, krass! Okay, dieser schnelle Hering hat anscheinend, eine sprintende Wirkung. Okay, also wir müssen mal wieder zum Brandon, der möchte ja diesen schnellen Hering haben. Wird sich das jemals ändern? Dann kann er damit, glaube ich, unterrichten, oder? Schauen wir mal. Hey, du! Ah, endlich seine Stimme wieder laut. Nimm diesen. Geht runter wie flüssiges Feuer. Weil da flüssiges Feuer ist schon ein bisschen heftig, ne? Bring mir was bei. Okay, also Stärke 10 Lernpunkte für 5. Okay. Ist halt jetzt die Frage, ich bin mir noch nicht sicher, auf was ich gehen soll. Aber okay, gut. Skip setzt auf den Trocknen. Skip hat anscheinend 20 Flaschen Grog an die Banditen verloren. Er will sie zurück. Sie wurden nie wieder gesehen. Okay. Naja, gut. Die finden wir vielleicht. Nämlich jetzt einen ungern Kaffee. Weil ich glaube, ich habe auch nicht so viel Grog, ne? Ich bin ganz da. Also, ich habe 12. Ich brauche nur 8. Ich habe was anderes gehört. Wenn ich die 8 Stück kaufe, so teuer sind die ja jetzt auch nicht, ne? Können wir ja mal schauen. Haben wir auf jeden Fall gleich wieder Quest. Da, Samuel. Was hast du bei mir?
Okay, der hört. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. Ciao. Dann sollte der Skip eigentlich auch zufrieden sein. Und wie gesagt, ich schätze mal, dass ich die anderen Grog-Dinger auf jeden Fall noch krieg. Natürlich ist jetzt der Sach. Angus und Hank sollten sich mit ein paar Banditen treffen, um zu handeln. Naja, warten wir mal noch. Das ist ja die Quest schon weg, ne? Okay, muss jetzt wahrscheinlich ja demnächst mal in den Sumpf. Ja? Reliquien. Ja gut, okay. Nichts Großartiges. Alles klar. Dann werden wir doch mal zu diesem Francis aufschauen. Oder gibt's da hinten irgendwie, mit dem wo ich quatschen kann? Ah, da hinten bei dem war ich, glaube ich, auch schon. Meinst du, mir geht es besser? Gerard, Garrett, bei dem war ich bei dem schon? Du weißt nicht mehr. Nein. Ein neues Gesicht. Und keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich kann dir fast alles besorgen. Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Okay. Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Dein Captain Greg, wie ist der so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Ich hab was anderes gehört. Wo könnte Greg den Hammer schon vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand. Der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich hab mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Da ist der Kompass. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Gürtel haben wir gekriegt, okay. Was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Der wird ihnen allen ordentlich in den Arsch treten. Ja, das hat er wirklich. Zeig mir deine Ware. Okay, er hat auf jeden Fall keine Dietriche. Das finde ich schade. Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, das sind. Das sind alles so komische Sachen, ne? Ah ja, okay, das wird jetzt natürlich interessant. Das ist ein schwerer 200. Da ist nochmal der Ork-Schlechter, braucht man natürlich 130, ne? Aber den gleichen haben wir natürlich schon. Aber wie soll ich diese Stärke erreichen? Ich habe keine Ahnung, hä? Wird sich das jemals ändern? Ja gut, eigentlich brauche ich doch nichts von ihm. Meinst du, mir geht es besser? Nun gut. So, ist in der Hütte auch noch irgendwer. Nee, das sind nur Betten. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ein Bier. Ein paar Bier. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ein Bierbarbier. So, Bones, den kennen wir ja schon. Das ist doch alles. Ja, dann gehen wir jetzt mal da die. Oder was wir geben, sagen, Skip zurück. Die finden wir schon, die Banditen. Ah, warte, das ist doch Matt.
Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Das ist der Frey, Skip. Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Ja, dadurch, dass ich natürlich neu laden hab dürfen und ich natürlich davon nicht gespeichert hab, habe ich natürlich das Ganze jetzt nur mehr machen dürfen. Und habe natürlich jetzt eigentlich auch soweit alles wieder gemacht mit den ganzen Gesprächen. Bis auf den Grog. Die 8 Flaschen, die muss ich nur kaufen, schnell. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt muss aber passen, oder? Irgendwann schwimmen wir sowieso in Gold wieder. Wo ich sagen muss, jetzt gerade im Moment gibt es ja die Schuhe immer gut aus, ne? Aber gut, so ist es halt. Jetzt speiern wir aber auf jeden Fall nochmal. Das ist immer lästig, weiß nicht, was bei welchen Gesprächen das dann wirklich so ist, ne? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Da. Wegen des Grog. Ja. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Das ist naja. Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Ja, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Meinst du, keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Ja, Mama. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Oh ja, besser für Kaffer, glaube ich. Kannst du mich nach Korinnes bringen? Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Ja, alles klar. So, wir haben einen Gürtel und einen Ring bekommen, ne? Also, was haben wir hier? Ich hab was anderes gehört. Ring der Gewandtheit, okay. Haben wir zweimal. Ring der Eisenhaut. Ring der Unbesiegbarkeit. Das ist aber auch krass. Ja, das hat er wirklich behauptet. Dieser Ring. Ah, das ist der Ring des Wassers, ne? Wie man noch glauben soll. Eigentlich sollte dies noch hier durch. Er hat auf die falschen Leute gehört. Feuerring. Naja, nichts Großartiges. Wir haben jetzt gerade zusammen mit Milizrüstung. Gut, das zählt natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt die Paladin-Rüstung. Also kann man den eigentlich schon mal anlegen. Man weiß gar nicht mehr, wem weil der schon mal besser ist. Schutz vor Feuer 10. Vielleicht gegen diese Feuertypis da, ne? Na gut. Halt. Glaubst du wirklich, die Runde brauche ich. Okay, jetzt gehen wir aber mal zum Francis schauen. Ich hätte das anders erstmal speichern, man weiß ja nie. Was ist da hinten nur? Nix, schade. Okay, also Francis. Ich wundere mich über gar nichts. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Auch wer versucht hat, in seine Hütte zu kommen. Also zieh Leine, oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Na, guck mal her. Na, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Was? Ich bin hier der Captain. Ich werde dir Respekt beibringen, du Landratte. Und Stufe gestiegen. Sehr schön. Ja, da ist der Schlüssel. Dein Schwert kehrt mal auf. Mehr hat er halt leider nicht, ne? Also müssen wir kurz warten, bis der wieder da ist. Wir speichern mal noch nicht, weil nicht, dass der ein bisschen sauer auf mich ist. Also er war ziemlich easy zum Erledigen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Das glaube ich nicht. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Naja, ich werde jetzt in die Hütten gehen. So, was haben wir denn da Schönes?
So, wir hätten Gold, ne? Das Logbuch von Greg. Ich mag ihm aber ja nichts klauen. Ich mag im Grunde. Also, vielleicht mal das Logbuch. Vielleicht mal das Logbuch lesen. Logbuch. Oh je. Okay, pass auf. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt. Und wir wieder in See stechen können. Werde wohl mal ein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fass gesprochen müssen. Was erlaubt sich dieses... Was erlaubt sich dieses Arsch? Gesicht wahrscheinlich. Hat mich von seinen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein speichellecker Blattwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Wenn er nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten... Okay, aufziehen. Ah, okay, steht noch ganz unten, ganz in dem dunklen Bereich drin. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss herausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager, damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht. Habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort herausfinden, was Raven fährt. Also der Bones hat die. Das ist doof. Aber wir legen jetzt auf jeden Fall mal das wieder zurück. Ich will ja eigentlich ja nur diese... Ich will ja eigentlich nur diese... Oh, halt. Da. Nur diese Rüstung, ne? Aber die hat er anscheinend nicht. Weil das kann natürlich ja ein Trick sein, weil wenn der später vielleicht wieder zurückkommt, ja, mag ich ihm jetzt eigentlich nichts klauen. Okay. Noch nicht klauen. Noch nicht klauen. Da. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal... Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Puh. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Welche Viecher soll ich töten? Du sollst die Razor beseitigen. Das andere Viehzeug ist harmlos. Okay. Heck, Mord, das hätte ich schon gemacht, aber gut. Anscheinend nicht. So, ist die Rüstung überhaupt besser? Ich glaub fast nicht, ne? Ja, definitiv nicht. Sorry, aber ich lass mal Ritterrüstung. Was ist los mit dir? Halt die Fuhl mir raus. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Okay, der ist halt zum Brettersägen. Dann haben wir da. Ah, der Francis, okay. Guten Morgen. Toll.
Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Viel Spaß beim Monsterschlachten. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Aha, okay. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Captain. Na gut, wir müssen also sozusagen jetzt dann in den Canyon und da ein paar Razor platt machen. Ich werde mir jetzt aber erstmal kurz hinlegen und pennen. So. Soll ja hell sein, ne? Gut, der Canyon wird wahrscheinlich einfach dieses Wüstengebiet ein bisschen sein. Dann werden wir doch da mal hinschauen. Da, Skip, der Captain ist doch. Du sollst mir helfen. Worum geht's? Der Canyon wartet. Nimm bloß noch ein paar Jungs mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Na, das soll mir nicht helfen. Das mache ich alleine. Ist das wirklich wahr? Das sind meine Erfahrungspunkte. Außerdem sind Razor nicht so dramatisch. Hat der da einen Ork schlechter drauf? Na, schaut bloß so aus, ne? Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Ich mach das alleine. Okay. Muss man natürlich jetzt schauen, wo da nur Razor sind. Hier sehe ich keine. Oh, Blaukraut. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Ach, da unten sehe ich schon. Okay. So, gespeichert haben wir. Komm her, Mistvieh. Ah, 4 Razor übrig. Okay, cool. Schauen wir mal, wo. Da haben wir noch einen. Hallo. 3 Razor übrig. Na, da oben ist keiner. Ach, süß, Wölfe. Einfach schön. Ach, wisst ihr noch am Anfang, ne, wo ich mir wie so einem Wolf eingeschissen habe? Die Zeiten sind vorbei. Orks. Orkse, Orkse. Oh, das ist nicht gut. Das ist ein ganzes Lager von Orks. Kannten mal schauen. Die Viecher finde ich so cool. So. Schauen wir mal, wie es gegen Orks klappen wird. Aber 2. Weil das sind, glaube ich, auch noch Krieger, ne? Wäre schwierig. Ah, das wird nix. Was wir nicht machen könnten. Wäre ein Feuerball, Junge! Oder auch nicht.
den kann ich nicht auslösen, ne? Ein Feuerball. Was haben wir denn noch? Ein 3x Feuerball. Ja gut. Mindestens 40. Wir haben Mana 42. Also eigentlich müsste es gehen. Ah gut. Nimm mal Feuerpfeil. Hä, das stimmt aber genau das überhaupt nicht. Kann die auch nicht anvisieren irgendwie. Hä? Was ist noch da los? Muss ich da vielleicht einmal... Schauen wir mal. Aber ich kann es nicht anvisieren. Das ist sehr merkwürdig. Probier's mal, wenn ich einmal so mache, der Charakter zurückgesetzt ist. Nee. Alter! Was ist denn da? Geh mal ein bisschen zurück. Will ich dann überhaupt noch irgendwelche Spruchrollen nutzen? Geht auch nicht. Hä? Zuhauen kann ich aber noch. Das funktioniert einwandfrei. Bogen. Funktioniert auch. Aber hier. Kann ich gar nichts machen. Ja, was ist denn dies? Also, ich kann gerade keine Spruchrollen nutzen. Und ich weiß nicht warum. Weil Magie bei dem Ort nicht erlaubt ist? Weiß ich nicht. Na, Bullshit, das habe ich ja eh schon mal alles hergenommen. Haben wir da gerade einen Bug? Mal schnell schauen. So, was sind da in die Steuerungen vielleicht nur? Aktion, Steuerung links, ja. Ich kann jetzt auch hier so mal, ja genau. Aber das lässt man nicht zu. Das ist ja merkwürdig. Gut, da muss ich jetzt dann vielleicht gleich mal nochmal schauen, was da los ist. Ich muss jetzt erstmal nur ein paar Razor umbringen. Orks sind auf jeden Fall jetzt krass. Einer lädt auch vielleicht sogar gehen. Aber halt nur einer. Ah, Ratz! Also es ist sehr merkwürdig, dass ich nicht mehr zaubern kann. Es wundert mich jetzt auch. Da muss ich jetzt dann auch gleich mal nachschauen. So, haben wir hier nochmal einen Razor. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Trank. Cool. Aber war nur... Nein, das sind keine Razor, ne? Das sind die anderen komischen Viecher. Da war ein Razor, oder? Jawohl. Nice. Null Razor übrig. Nichts zu plündern. Sehr schön, sehr schön. Na, aber wie gesagt, da muss ich mir jetzt mal ganz kurz mal nur schlau machen. Warum ich... Vielleicht muss ich einfach mal ein Spiel neu starten. Das quasi, wo ich es eigentlich ja schon neu gestartet habe. Ne? Naja, wir werden sehen. Von dem her sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal wieder zaubern können. Und dann werden wir den Auftrag beim Greg abgeben. Ne? Ich wünsche euch was. Macht's gut. Habi die